Servus beinahe zurück bei mir im bayerischen Outback. Schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Heute gibt es mal wieder ein kleines Beil-Video oder Axt-Video oder Axtwerf-Video oder wie auch immer ihr wollt. Ich werde euch zeigen, wie man so eine billige Baumarkt-Axt oder eine günstige Baumarkt-Axt ein bisschen tuned, ein bisschen schöner macht und vor allem, das ist praktisch das Hauptaugenmerk von dem Video, wie man den Kopf sichert, dass das für euch nicht lebensgefährlich wird, weil bei einer Baumarkt-Axt weiß man nie, was das für ein Holz ist, wie die Maserung liegt, ob der leicht abbricht, ob das ein rechtes Klump ist oder sonst irgendwas. Darum geht es heute hauptsächlich. Das zeige ich euch in dem Video und muss gleich dazu sagen, bin ich der Axtwerf-Profi. Ich mache das halt, weil es mir Spaß macht. Ich werfe mit allem, was ich finde. Ich gucke, dass das ein günstiges Hobby bleibt und deswegen zeige ich euch halt, mit was man so alles werfen kann und dass man nicht für 150 Euro eine Axt kaufen muss zum Werfen, sondern dass es eine 15 Euro Baumarkt-Axt genauso gut tut. Da ist es nämlich so, wenn ihr den Griff von der Axt trefft, wenn die blöd aufkommt, wenn sie euch über die Scheibe drüber fliegt, in den Wald oder ins Meer, die Schlucht hinunter, wie auch immer, ist sie halt weg und dann sind 150 Euro weg oder 50 Euro oder wie auch immer. Bei der Baumarkt-Axt sind halt dann 15 Euro weg. Und im schlimmsten Fall, wie gesagt, bricht der Stiel ab, dann kauft man sich einen neuen für 3 Euro oder schnitzt sich einen für 0 Euro und dann bleibt es ein richtig günstiger Spaß. Ich habe nichts gegen teure Sachen, wenn sie eine Wertigkeit haben. Das heißt, was viele immer verwechseln ist, ein teurer Preis macht nicht gleich ein gutes Produkt. Das nochmal dazu gesagt, wie gesagt, ihr wisst es, kauft den Klump, müsst weniger wegschmeißen, darum nehmt das her, was ihr habt. Das ist natürlich immer das Einfachste und dann probiert es damit ein bisschen aus und wenn es euch Spaß macht, dann könnt ihr euch immer noch überlegen, ob ihr was Neues kauft oder nicht oder ob ihr das herrichtet oder ob ihr die alte Axt poliert und ein bisschen tunes und ein bisschen schöner macht. Gell? Darum geht es heute. Ja, das ist die Baumarkt-Axt, die ist natürlich schon ein bisschen schön hergerichtet und ich zeige euch, wie man diesen Kopf sichert. Würde ich jedem vorschlagen, sollte man vielleicht bei jeder Axt machen und schaut es euch an. Dann werden wir noch ein paar neue Tricks ausprobieren, also für mich neue Tricks, weil wie gesagt, ich mache das ja auch alles so zum Spaß nur. Wir werden beidhändig werfen, wir werden eine Doppelaxt werfen, also von denen hier und mal gucken, ob das mit diesen günstigen Baumarkt-Äxten auch funktioniert. Ob die sauber fliegen, ob das Spaß macht, ob sie gleich kaputt sind. Ja, das sollte der Plan für heute sein. Ich hoffe, das taugt euch. Gebt mal gleich einen Daumen nach oben, weil nachher vergesst es wieder oder das Video gefällt euch doch nicht. Ja? Also, viel Spaß bei dem Video. Fangen wir gleich mal an. Also, als erstes bohren wir hier zwei Löcher rein, da oben. Dann ist ja hier immer ein Keil drinnen und das heißt, unten am Keil, an dieser Stelle hier, da ist immer eine Luftblase. Also, was heißt Luftblase? Da ist halt ein Freiraum im Holz. Diesen Freiraum im Holz, den müssen wir unbedingt mit Holzleim auffüllen, weil das ist so eine richtige Sollbruchstelle. Zum Beil nochmal grundsätzlich. Wenn ihr euch günstige Baumarktbeile zum Werfen kauft, dann schaut möglichst drauf, dass ihr nicht diese nehmt, die sich hier verjüngen, sondern wo der Schaft wirklich gerade reingeht. Manchmal lässt sich es nicht vermeiden. Wenn sich es vermeiden lässt, kauft es nicht so. Funktioniert trotzdem, nur wenn man relativ stark am Anfang steht und relativ oft daneben schmeißt, bricht das natürlich deutlich schneller. Also, wie gesagt, hier zwei Löcher rein, diesen kleinen Luftraum hier mit Leim auffüllen. Der wird dann hier unten austreten, zeige ich euch dann nachher. Noch ein bisschen was zur Axt. Ich schmeiße natürlich mit allem, was ich finde und ich treffe auch mit allem, was ich finde. Ich würde euch empfehlen, kauft euch 600 Gramm Äxte. Das ist die kleinste. 800 Gramm ist schon relativ schwer und anstrengend zu werfen. Und vor allem schaut drauf, dass ihr einen 32er Stiel habt, das heißt die Axt insgesamt ist dann ungefähr 36 lang. Damit fahre ich am allerbesten, also damit werfe ich am liebsten und ich würde auch sagen für die Leute, die anfangen und die sich tatsächlich jetzt eine Axt kaufen, kauft euch eine 600 Gramm Axt aus dem Baumarkt. Dann spannen wir sie jetzt ein und dann legen wir schon los. Wenn der Axtkopf so eine Krone hat, dann bohrt es durch diese Krone ein Loch durch, senkt das ein bisschen an mit einem größeren Bohrer, damit ihr diesen Kopf von der Schraube versenken könnt. Und dann schraubt es die eine Schraube genau in diese Krone rein und die andere Schraube, die schraubt ihr dann dahinter. Wenn diese Löcher hier durchgebohrt sind
und da dieser Holzkeil drinnen ist. Wie ich schon vorher gesagt habe, da entsteht unten ein Hohlraum und diesen Hohlraum, den füllt ihr mit Kleber auf, bis es den rausbarzt. Meistens sieht man das sogar, dass es hier unten rausfließt, weil das da vorne und da hinten halt einfach nicht dicht ist. Wenn der aufgefüllt ist, ist es schon mal wesentlich besser für die Stabilität und dann kommen natürlich auch noch die Schrauben dazu. Für da hinten, da nehmt ihr jetzt die kürzere, die 80er, da wird nämlich der Stiel ein bisschen schmäler, damit die nicht am Stiel rauskommt und damit es da nicht platzt. Und für das Hauptloch, was genau in der Mitte vom Stiel ist, da nehmt ihr die lange, da kommt die 100er rein. Die verschrauben wir jetzt halt hier. Und wenn das alles dann schön sauber getrocknet ist, schaut es dann so aus. Und dann habt ihr eine richtig schöne, stabile Wurfaxt. Da ist natürlich noch ganz klar zu sagen, wenn ihr, egal wie professionell und wie toll die Axt ist, die Axt blöd werft und die landet dumm auf dem Stiel oder der Stiel hat zu viel Schwung beim Fliegen, dann bricht euch der trotzdem ab. Das heißt, wenn das verkantet, wenn das mit dem Stiel zuerst aufkommt, wenn das beim Einschlag mit Blatt und Stiel gleichzeitig auf der Zielscheibe aufschlägt, dann bricht euch natürlich auch der Stiel ab. Aber lieber bricht bei einer billigen Baumarktaxt der Stiel ab, als bei der teuren Wurfaxt. Von hier aus sieht man gar nichts mehr. Und das sind die Stellen, wo ich gesagt habe, da kann natürlich sein, dass Leim austritt, weil hier nämlich bei der billigen Baumarktaxt wahnsinnig viel Luft dazwischen ist. Man sieht das hier. Und da kann überall der Leim rauslaufen. Den müsst ihr halt dann abwischen, weil wenn der trocknet, dann wird es ziemlich schwierig, den wieder loszubringen. Und hier seht ihr es auch wieder. Verlinke ich euch oben, wenn es euch interessiert. Habe ich natürlich auch diese ganze Axt wieder ein bisschen schön geschliffen, die Maserung rausgenommen und die richtig schön eingeölt, damit sie auch gut in der Hand liegt. Ja, so viel zur Theorie und zur stabilen, billigen Baumarktaxt. Jetzt erstmal eine kleine Pause. Ja, dann kann es losgehen. Als erstes probieren wir jetzt einmal ein paar Würfe mit der linken Hand. Weil das habe ich noch nie gemacht, wird es ein bisschen Versagen sein, weil bevor ich so einen Doppelwurf probiere, möchte ich das schon mal lieber gescheit ausprobieren. Also wundert euch nicht, wenn es komisch ausschaut, das ist das erste Mal mit links. Komplizierter, als ich mir das gedacht habe. Wenigstens treffe ich die Scheibe. Und immer wieder da unten in diesem Schlitz rein. Was ganz wichtig ist, gell? Sicherheitsschuhe. Falls einem diese Klinge auf den Fuß fällt. Einen mit rechts, damit ich weiß, dass ich es noch kann. Hey, gibt's ja nicht. Ja.
noch was beim Axtwerfen, wenn ihr die Äxte unten holt, schaut, dass oben keine drin steckt, dass ich die nicht auf den Kopf fallen kann. Jawohl, ich glaube, jetzt sind wir soweit. Jetzt können wir das mal mit beiden Händen ausprobieren. So einen schönen Parallelwurf. So schnell kann das passieren. Oh Mann, hey. Und schon wieder einen neuen Schaft bauen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Geliked habt ihr ja schon. Ja, wie gesagt, wenn ihr unter der Scheibe seid, immer schauen, dass keine Axt drinnen steckt oder kein Messer, nicht, dass es euch auf den Kopf fällt. Ja, danke euch, kauft kein Klump, müsst weniger wegschmeißen. Bis zum nächsten Video. Jetzt erstmal eine kleine Pause. Nicht alles.